Ein RPG im Warhammer 40k-Universum und dazu gibt es sogar eine Buchvorlage, habe ich letztens erfahren. Es geht um den Freihändler, um Rogue Trader. Von Owlcat entwickelt und veröffentlicht, spielen wir hier praktisch ein, naja, ein Pen and Paper, aber halt im Warhammer 40k-Universum. Und das macht richtig Laune. Man hat einen Charakter, den man sich selber zusammenbasteln kann und kann dann mehrere Begleiter auf dem Weg finden. Das heißt, wenn man eine Party von 6 Personen hat, die gleichzeitig im Koop starten wollen, guckt man erstmal doof in die Röhre, denn am Anfang hat man halt einen Charakter, den eine Person steuert und das ist irgendwie ein bisschen weird. Allerdings muss ich sagen, für 50 Euro ist das ein ordentliches Spiel. Die Cutscenes sind jetzt nicht überragend, aber sie sind auch nicht katastrophal. Ich finde, die Story ist nett geschrieben. Es ist halt sehr, sehr, ja, ich sag mal zwar nicht an der seichten Oberfläche der Warhammer 40k-Lore, aber man muss halt auch nicht wirklich sämtliche Lore kennen, um dieses Spiel zu spielen. Und das ist eigentlich eine gute Balance. Ja, wir können Ausrüstung finden in Loot-Containern, wir können Sachen verkaufen, wir sind schließlich ein Trader und dadurch unsere Reputation erhöhen. Ich habe auch Teile gesehen, wo es vielleicht in Richtung Schiffskampf gehen könnte, allerdings den Schiffskampf selber habe ich noch nicht gesehen, weil wir noch aktuell im ersten System unser Unwesen treiben. Aber so viel kann ich verraten, ich habe zum aktuellen Zeitpunkt knapp 10 Stunden in diesem Spiel und ich bin in dem ersten System noch drin. Das heißt, da ist noch nicht alles erledigt und da müssen wir natürlich schauen, dass wir jetzt mit unserer Party ein bisschen weiter nach vorne kommen. Ich möchte aber trotzdem schon mal vorab sagen, okay, kann man sich auf jeden Fall geben, auch für den Preis, wenn ihr es natürlich dann noch günstiger bekommt, irgendwie auf Humble Bundle oder so, gönnt euch. Aber auf jeden Fall für diesen Preis definitiv schon ein gutes Investment in Anführungsstrichen. Ne? Wichtig hierbei ist auch, ihr könnt euer Void-Ship upgraden. Das heißt, das Raumschiff, mit dem ihr durch das Void fliegt, das hat verschiedene Management-Geschichten. Das heißt, verschiedene Charaktere können verschiedene Fähigkeiten dieses Schiffes freischalten. Und man muss sie natürlich dann entsprechend auch auf verschiedene Posten zuweisen. Finde ich ein ganz nettes System. Und ich glaube, wer Warhammer 40k mag, der wird mit Rogue Trader und generell auch Pen & Paper mag, logischerweise, der wird mit Rogue Trader nichts falsch machen. Ich danke an dieser Stelle ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Falls ihr weitere Fragen habt, gerne damit in die Kommentare. Ich werde jetzt ein bisschen weiter die Heretics purgen gehen und wir sehen uns nächste Woche zu einer weiteren Review. Bis dahin, macht's gut und haut rein!